Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe heute drei Kritik an die Toxer Werkstatt. Die kaum bemerkt, die nur wir merken, weil die ganze Zeit halt im Haus sind, in ihrer Werkstatt drin sind, die nur vierfach wie Mitarbeiter mitkriegen, dass Masken draußen tragen, das ist für mich neu. Im Geländer, meine ich. Ja, außerhalb, aber im Bereich von unserem war es nicht so ein. Neu. Hi. Und das finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Weil es ist drinnen Corona und nicht draußen. Außer also darf man draußen die Masken abtun und wir halten Abstand. Wir Fitte halten Abstand. Die Unfitten, die halten manchmal keinen Abstand. Das meine ich jetzt nicht böse, aber hier, meine Freunde und ich halten Abstand. Und dafür sollen wir draußen Masken anziehen. Seid ihr da ein bisschen wahnsinnig geworden? Und ich finde, man soll draußen die Maske abtun. Und das ist für mich die. Was ist die Idee? Hey, und es gehen welche rüber. Von der anderen Werkstatt, es gibt welche rüber in, zum BSB. Hey, und die werden dann erwischt, kriegen dann, sie finden dann Ausreden und werden dann immer, gehen dann wieder rüber und haben wieder Ausreden, das finde ich gar nicht okay. Hey, also wenn man, man sollte am Tor vom BSB, ja, jemand hinstellen und achten, wer vom Haupthaus rüberkommt und direkt wegschickt. Und hier, direkt am Tor vor, wenn man zum BSB geht. Hey, das wäre dann sicher. Sicher und eigentlich müsste, weil welche schon rübergegangen sind, die Werkstatt wieder schließen. Aber das kriegt ihr ja nicht mit. Machen wir anscheinend eure Arbeit gerade ein bisschen. Finde ich so. So, weil zwei aus zwei verschiedenen Werkstätten sind drüber in BSB gegangen. Und ja. Ich Papierfalten ist schon okay für mich, aber nicht immer Einzelblätter zu halten. Ich weiß, dass ich schief falte. Aber ich kann es nicht. Ich habe euch schon 10.000 Mal gesagt, dass ich nicht gut gucken kann. Und das strengt meinen Augen einfach an. Und im BSB haben die mir gesagt, ich falte prima. Die werden ja eh abgeschnitten. Deswegen weiß ich manchmal nicht. Was da so richtig los ist. Die einen sagen, ich falte schief. In der BSB wird gesagt, ich halte prima, wird ja eh noch abgeschnitten. Das hat mich einfach wieder durcheinander gebracht. Und ich möchte wieder Achter falten. Und ich kann. Und ich finde, man sollte für fittere Menschen mehr Anspruch haben. Die können nicht immer das Gleiche machen. Die brauchen mehr abwechslungsreich, sage ich immer. Immer so, was denen auch gefällt, so wirklich. Weil ständig dort sitzen und Papier falten. Ich habe noch nicht so mein Tagesplan manchmal dasselbe machen.
mache am Tag. Und das ist mir schon wieder langweilig. Ich brauche ab und zu mal verschiedene Sachen, so wie im BSB. Hier. Deswegen finde ich auch gut, wenn eine neue Werkstatt öffnet. Zum Beispiel kreatives Nähen, wo man drei oder vier Sachen, wo man dann selbst entscheiden kann, mache ich das oder mache ich das. Dass sie finden, sich selbst entscheiden dürfen, was sie machen in dieser Werkstatt. Das ist sowas wie eine für eine fitte Werkstatt, weil es ist anstrengend mit Unfitteren, die nicht so fit sind. Ich bin fit, aber in manchen Dingen bin ich auch nicht fit, aber ich bin fitter als die anderen und ja. Das ist bei mir so. Und mir wird ganz schnell langweilig und ich brauche da was anderes zu tun irgendwie. Na, hoffentlich habt ihr meine Kritik und meine Ideen gehört. Also dann hoffe ich, dass ihr da was draus macht. Und falls ihr merkt, ich bin, wenn die anderen es nicht so sehen wie ich und sie denken, ich bin dumm, dann stimmt die nicht. Das stimmt nicht. Und übrigens, Eltern, ihr wisst es auch nicht so genau. Aber ihr wart ja noch nie in einer Werkstatt. Ihr solltet mal ein Praktikum in der Werkstatt machen. Und dann könnt ihr so sehen, wie eure Kinder es finden. Und finden, wie es für die ist. Ihr solltet das mal wirklich mal machen. Das wäre eine gute Idee, ein Praktikum in die Werkstatt. Wenn es euch gefällt, könnt ihr dort bleiben. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr jetzt auch mal eure Kinder verstehen. Das war das letzte Satz. Ciao. Und abonnieren nicht vergessen. Und Daumen hoch.